Und damit zurück nach Österreich, wo die Bundesregierung heute ein Kopftuchverbot in Kindergärten und Volksschulen angekündigt hat. Regierungsvertreter gestehen dabei ein, dass es bei dem Verbot vor allem um eine symbolische Maßnahme geht und weniger um ein reales Problem, wie viele muslimische Mädchen zwischen 4 und 10 Jahren in Österreich tatsächlich Kopftuch tragen, kann nämlich niemand seriös beantworten. Allerdings dürfte ein gesetzliches Verbot nicht ganz einfach werden, sagen Experten. Wie viele Mädchen es in Österreichs Kindergärten und Volksschulen gibt, die ein Kopftuch tragen, kann man nicht sagen, schlicht weil es darüber keine Zahlen gibt. Und obwohl man die Größe des Problems nicht messen kann, dass es ein Problem ist, wenn kleine Mädchen in Bildungseinrichtungen ein Kopftuch tragen, da ist sich die Bundesregierung einig. Im heutigen Ministerrat wurde der Weg für ein entsprechendes Gesetz geebnet. Es geht ja auch nicht um eine Religionsdebatte. In keiner Religion ist es vorgeschrieben, dass Mädchen bis zum 10. Lebensjahr gezwungen sind, ihr Haar zu verhüllen. Ja, sondern da geht es um Integration, da geht es darum, dass es nicht zu Diskriminierung kommt, da geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler auch gemeinsam im Sinne einer Begleitungsvorschrift auch im Kindergarten und in der Schule nicht sozusagen voneinander getrennt werden oder sich unterscheiden sollen. Rückendeckung bekommt die Regierung vom Soziologen und Integrationsexperten Kenan Güngör. Das Kopftuchverbot für Mädchen habe eine wichtige Signalwirkung. Auch wenn nur wenige Kinder betroffen seien, ein Anstieg von kleinen Mädchen, die das Kopftuch tragen, sei zu erkennen. Ein Kind ist in dem Alter völlig überfordert mit einem Kopftuch. Das heißt, es wird ihnen was auferlegt und sie müssen sich sozusagen eigentlich so von Geboten von Erwachsenen, an denen sich orientieren, was für ein Mädchen sittsam ist, wie sich ein Mädchen bewegen sollte. Und es setzt ein Zeichen zu sagen, die Religiosität dominiert dich. Amani Abu Sara, die im Institut für islamische Religion lehrt, sieht das Kopftuchverbot hingegen sehr kritisch. Ich finde es kontraproduktiv, dass wir im pädagogischen Bereich jetzt mit Verboten und Verbotspolitik arbeiten. Also im konkreten Fall bei dem im Raum stehenden Kopftuchverbot, wir wissen nicht, wie viele Mädchen das betrifft. Und in dem Sinne ist es eigentlich eine Stimmungsmache oder auch quasi eine Scheinpolitik. Dass es beim Kopftuchverbot für Mädchen auch um Symbolpolitik geht, gibt der Bildungsminister, der nun federführend für den Gesetzesvorschlag zuständig ist, zu. Das Kinderschutzgesetz hat in erster Linie eine Signalwirkung. Was ist in einer Einwanderungsgesellschaft, die multireligiös ist, die pluralistisch ist, erlaubt und was ist nicht erlaubt? Was ist wünschenswert und was ist weniger wünschenswert? Ob man das Kopftuchverbot auch in privaten Bildungseinrichtungen erlassen kann, ist noch unklar. Das ist auch eine Frage der rechtlichen Reichweite eines solchen Kinderschutzgesetzes. Das würde ich gerne dem Prozess überlassen, eben diese Reichweite zu definieren. Klar ist hingegen, dass die Regierung nur Kopftücher, nicht aber andere religiöse Kleidungsstücke wie die Kippa oder Turbane verbieten will. Für Menschenrechtsanwalt Manfred Nowak ein Vorhaben, das nicht mit der Verfassung vereinbar sei. Meiner Meinung nach würde das schon vor dem Verfassungsgerichtshof nicht halten. Wenn es aber dann wirklich den Weg bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geht, der an sich hier sehr, sehr staatenfreundlich judiziert hat, glaube ich aber, dass ein ausdrückliches Kopftuchverbot für Kinder in Kindergärten und Volksschulen, das würde meines Erachtens vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nicht halten. Auch wenn sich die Experten uneinig sind, ob ein Kopftuchverbot in Schulen und Kindergärten für kleine Mädchen Sinn hat, in einem sind sie sich einig. Zusätzlich bräuchte es verstärkt Integrationsmaßnahmen wie Schulsozialarbeit, also genau das, wo die Regierung zuletzt Einsparungen angekündigt hat.